Keine Ahnung, wie haltet ihr die Controller? Macht ihr das ebenfalls so, dass ihr quasi... Autsch. Nutzt ihr rechts quasi immer den Daumen für diese vier Buttons? Ich fand das vor allem immer sehr seltsam, wenn es zum Beispiel sowas wie MotoGP war und du musst dann zum Beispiel schalten und gleichzeitig irgendwie... die Hinterradbremse nutzen und dann wollten Leute auch noch, dass du selbstständig... den Fahrer dazu bringst, dass er sich duckt. Und dann denke ich mir auch so, okay, wie sollte man denn bitte drei Buttons hier parallel drücken? Mit dem Daumen. Und dann musst du irgendwann den Zeigefinger hinzuziehen. Wir haben es vor allem am Exempel von Tony Hawk, dem Remake jetzt quasi gehabt, oder im Remaster. Remake eher, würde ich sagen. Weil ich keine Ahnung, wie es genau ist, aber der Neuauflage der Tony Hawk Spiele. Mit der ich so ziemlich gar keinen Spaß, ehrlich gesagt, habe, weil du halt auch da super, super viele Buttons parallel oder abwechselnd drücken musst. Wenn du wirklich auf Punkte gesehen effizient spielen willst. Weißt du, da musst du die Taste zum Grinden drücken, dann die zum Hochspringen. Dann musst du wieder grinden und wenn du optimal spielen willst, dann spielst du nach so, dass du, wenn du halt hochspringst, dann nochmal irgendwie währenddessen so einen Flip machst. Das heißt, im Endeffekt drückst du halt drei verschiedene Tasten in super, super kurzer Zeit. Okay. Moin, Leute. Was geht ab? Och nö, das ist ein normales Schwert jetzt. Ah, okay. No chance. Dann brauche ich was Neues. Vielleicht geht's hiermit schneller. Okay. Stärke. Liebe Mods, könnt ihr mal eine Sache googeln? Fastest way to kill dragons. Demon Souls. Ja, Dracarys. Was googeln? Fastest way to kill dragons, Demon Souls. Also so kann ich halt hier Stunden da sitzen, ne? Ich schwöre, den Night King, der löst das Problem. Kopf abschlagen. Aha.
Ich hätte mich auch töten lassen können, wenn ich hier wieder her will. Wrath brauchst du für. Okay, danke. Oh, okay, das war gutes Timing, lol. Ich kann euch Waffen spielen. Bleibt bloß am Leben. Gott sei Dank. Denn er führte mich in die Gegenwart von Sankt Urbain. Ich werde ihm dienen und mit ihm beten und bezeuge so meinen Glauben an Gott. Umbasa. Umbasa. Dank euch konnte ich in diesem Nexus Zuflucht suchen. Nun bleibe ich hier und bete, gemeinsam mit meinen Jüngern für die Helden, die sich den Dämonen stellen. Begehrt ihr barmherzigen Schutz in euren Kämpfen gegen die Dämonen? Dann bringt mir Dämonenseelen. Ich werde sie läutern. Und dann mit ihrer Macht Wunder wirken. Okay. Oh, ich aber vergesst nicht. Oh, ich. Oh, Umbasa. Umbasa. Okay. Wir machen das ein bisschen anders. 71 Seelenpfeile at Base Stats. Nö, passt. Danke, Nyssen. Bittet ihr um eine Lektion? Vielen Dank dir, mein Lieber. Ein Flammenstrahl. Ja, gut. Meister Frick. Ist ein durch Beobachtung umso drängend. Ich rettet einfach. Gab's denn nicht noch ein, zwei Dudes? At Base Stats. Die Frage, die sich halt stellt, ist, was ist, wenn wir nicht bei Base Stats sind? So, es wird Zeit. So, let's go. Ihr Dunbury, Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers, Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Mittlerweile sind es allerdings auch nur 10 Level-Ups. Warte mal, du kannst es von Sankt Urbain lernen, wenn man den Drachengott besiegt hat. Oh shit, die Seele habe ich gerade eingesetzt. Oh, ich aber vergessen. Okay, ich hoffe mal, dass das mit dem Soul Arrow besser ist. Oder dass es funktioniert. Besser wird es nicht sein, aber dass es funktioniert. Hm. Unangenehm. Ich war krank vor Sorge. Danke fürs Nachschauen, Nyssen. Den kann ich nicht nutzen.
Welcher von denen macht viel Schaden? Jo, danke, Dyson. Ja, gucken wir mal. Wird jetzt ein Weilchen vielleicht dauern. Aber dann haben wir's. Muss die Dinger vielleicht später nochmal mitnehmen, aber... sonst dürft's passen. Wir stehen in... Okay, 10 Level-Ups. Funktioniert hoffentlich einigermaßen. 31. Jo. Jo, nice. Und das ist wahrscheinlich auch, aber auch geschrieben für den Bereich, wo man quasi am Anfang, wo der rote Drache vorbeifliegt. Deswegen, wir haben es ein bisschen leichter tatsächlich. Wir müssen nicht krass timen. Es sei denn, die fliegen irgendwann weg. Das wäre ekelhaft. Ah, das kriegen wir hin. Sollte ruhig hitten, ne? Und danke fürs Recherchieren und für das Niederschreiben von allem. Aeromant Diggi. Tja, wieder im Anfangs noch super viel vom Leben abziehen. Die Progression in Demon's Souls kommt so unglaublich schleichend. Aber es fühlt sich irgendwie trotzdem krass an, wenn man zum Ende hin nochmal alles... zerschnetzeln kann, wo man anfangs noch super krass struggled hat. Okay, let's go. Ja, ich mach's mit dem Soul Arrow. Ja, nee, brauchst kein Video mehr gucken, danke. 31 Schüsse mit Soul Arrow. Ist zwar, dauert vielleicht einen Moment, aber sollte einigermaßen gehen. Ansonsten haben wir ja noch die ganzen Pfeile. Und unseren Bogen. Kann nicht dein Scheiß ernst sein. Jo, das mit dem Tor kenne ich. Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Vom Schaden her. Alter, are you serious? Nein. Oh Mann.
200 Schaden mit Soul Arrow. Wie macht der das? Bullshit. Da hätte ich jetzt mal die Seele vom Dragon God, ne? Vielleicht ist der Flying schwächer. Der das Video guckt, ist das derselbe Typ, der den Guide gemacht hat? Dann könnte's... Wahrscheinlich nicht. Dann könnte er halt einfach deutlich höher gelevelt sein. Und eine ganz andere Waffe haben. So ergibt das halt keinen Sinn, ne? Wenn ich jetzt 22 Damage... Wobei, der hat halt schon ein bisschen was verloren. Charaktertendenz. Sieht, glaube ich, gut aus. Magic. Ja, hieß es nicht 31 Hits? Magie 13 braucht man 71 Hits. Wir machen 22 Hits. Warte mal, 19 mal 71 sind 1420 fast. 1400. Wenn ich jetzt 22 mache, brauche ich fast 70 Hits. Ja, super. Wenn er mal treffen würde, der Spacko! Also. Junge. What the hell? Ja,
jetzt schon mal fast ein Viertel. Warum? Also come on, jetzt mal im Ernst, da kann er doch mal treffen. Ich fasse es nicht. Ich habe einen guten Sweet Spot gefunden. Ich treffe zwar meist nicht, aber ich kann ausweichen. Nein. Scheiße. Will er mich verarschen? Er hat von unten nicht getroffen. Er stand direkt unter ihm. Mein Schild bringt nichts.
läuft. Dass ich halt nicht mal an den drankomme, ist halt so ungeil. Und guten Morgen, Justin. Ich guck mal, ob der rote Drache da ist, wo er sonst immer ist. Entweder hier. Oder auf der Brücke. Habe ich einen Fragrant Ring? Was heißt das zu Deutsch übersetzt? Ach, den Ring des Dufts meinst du? Habe ich, aber dafür müsste ich in den Nexus. Das machen wir jetzt nicht. Damit stellt sich die Magie über Zeit wieder her. Genau, Mana-Regeneration. Meine ich eigentlich auch. Oh Gott. Nice, ich habe keine Ahnung, wie man das recherchieren soll, aber wenn man die bekämpft, wo sie rasten, wo ziehen sich die Drachen hin zurück? Okay. Okay, brauchst nicht suchen. Er hat uns gefunden. Ja, das ist der zweite Ort. Alles bestens. Du mieser Pisser. Weg mit dir. Okay. Habe ich eigentlich den Ring des Dufts? Ah ja, habe ich. Ehre. Okay. Das muss jetzt richtig gut getimed sitzen. Willst du mich verarschen? Der hat doch jetzt nicht vollständige Gesundheit. Der steht unten am Tor, damit er näher ist und in den Schuss fliegt. Danke. Das hat noch nicht geklappt. Kriegen wir gleich hin. Okay, da war ich ein bisschen zu nah. Aber stellen wir uns mal hier hin. Timing ist jetzt natürlich wichtig. Kein Hit. Kurz nachdem er am Boden ankommt, schießt er. Okay, thanks. Ah, schießen und dann zielen. Okay. Merke ich mir jetzt. Das mit den Gewürzen dürfte aber passen, ihr Lieben, weil... Nice.
Okay, Nummer 2. Wir haben noch alte Gewürze. Nein, Cold Jimmy. Das war zu früh. Drei? Von 62 oder 63? Auf geht's. Vier. Wir machen jetzt 21 Schaden, aber das dürfte, sagen wir, roundabout 65. Hab aufgerundet, Ergebnis war 61,2. Ja, ich mache jetzt teilweise 21. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. Verkackt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Wieder. Nächster Hit, sehr schön. Next one. Er macht komplett ohne Zielen. Okay, danke. Okay, gut, das hat dieses Mal jetzt nicht ganz gepasst. Ich wollte trotzdem mit Zielen machen. Ich mache das einfach mal mit Zielen, weil bis jetzt hat es ja ganz okay geklappt. Macht ja nichts, wenn ich es trotzdem treffe. Ist ja gut. Next one. Das wäre so schön, wenn ich nochmal eine halbe Million Seelen hätte oder so. Könnte wenigstens Magie auf 30 oder 40 bringen. 35. Das wäre schön. Selbst von Destiny 2. Warum das Resident Steeper Emote dazu? Habe ich nie gespielt. Bin nicht so der größte Shooter. Selbst mein Demon's Souls Charakter ist in Shootern nicht so gut mit Fernkampfwaffen, meine ich. Das war zu spät und ich wurde getroffen. Ärgerlich. Bam, bam, bam. Yes! Gerade so noch getroffen. One. War tendenziell, glaube ich, schon sehr spät. Und moin, lieber Fan. Gut, danke, Nyssen. Solange ich treffe, bin ich echt happy. Ganz ehrlich. Das passt schon. Vielen Dank dir, Mann. Okay, das war viel zu spät gedrückt. Das ist halt echt unfair, dass der jetzt volles Leben hat. Das ist halt super unfair, dass der volles Leben hat. Stell dich vor, der hätte jetzt wirklich nur noch so 10%, 20% des Lebens. Easy Snack. One. Und jetzt haben wir auch den Ring des Dufts, deswegen sollte das eigentlich ganz gut klappen jetzt. Hätte ich mal nicht alle Dämonenseelen weggeballert. Ich
wurde heute von Steam gescannt. Was los, Neißen? Jetzt kann, by the way, jeder eine Story erzählen, wenn er mag. Wir haben Zeit. Aber ein Viertel haben wir schon durch jetzt. Geht schneller, als man denkt. Wollte mir EDS2 Addon holen, hatte schon bezahlt und wurde auch abgebucht, aber das Addon nicht bekommen. Okay. Direkt mal Support kontaktiert. Nice one. Jetzt hat er ungefähr schon ein Drittel verloren, noch etwa zwei Drittel hat er. Mach ich morgen. Jo. Ansonsten lass es dir erstatten oder so bei Refund und. Alter, nice. Vielen, vielen Dank, Mann. Das ist echt. Gold wert alles. Auch Timing und so. Alles perfekt. Mega gut. Gejinxt. Was ich jetzt mache ist. So, langsam Leben über Zeit wiederherstellen. Ich könnte jetzt auch. Warte mal. Ich hatte kurz überlegt, ich weiß nicht, ob auch magischer Schaden erhöht wird, wenn du weniger als 30% Leben hast. Weil dann könnte ich in Menschengestalt rumlaufen, unter 30% beim Leben haben, das dann nicht mehr heilen und den einfach immer wieder hitten. Das wäre cool. Nö, nerven würde er gar nicht mehr. Ich muss eigentlich gar nicht mehr in diese Welt. Ich weiß auch nicht, was für Items der droppt. Ich will nur eigentlich den Kollegen besiegt haben. Ich möchte alle größeren Gegner auch killen. Beim blauen Drachen wird es halt schwierig, weil den haben wir gerade nicht mal mit dem Seelenfall erwischt. Er hat mich getroffen, aber. Okay. Okay, das war vergeben. Das war auch wirklich ein verzweifelter Versuch. Nice. Ich guck schon mal nach dem blauen Ehren-Nicen, Alter. Ja, der blaue ist eigentlich an einem anderen Spot, aber da ist er mittlerweile jetzt nicht mehr, weil der König halt tot ist. Der falsche. Der falsche König. Okay, nur noch ein Drittel ungefähr des Lebens. Den haben wir bald. Ja, wurde getroffen. Sichelmondgras klärt.
schade. Super. Er steht nicht mehr am Schloss. Nein. Yes! Gerade so noch den Schaden gemacht. Ein paar Items können wir auf der Brücke noch holen, aber es sind jetzt nicht so die Baba-Items. Jetzt nicht die besondersten Items ever. Das war viel zu spät. Okay, würde sagen, der hat definitiv so zwischen ein Viertel und Fünftel jetzt auf jeden Fall. Jetzt ungefähr noch ein Fünftel. Wäre lustig, wenn jetzt einer einen Screenshot macht und das nachmisst oder so. Ah, 22. Ja. Sichelmondgras klärt, Digi. Ah, safe jetzt rund noch Sechste. Das geht schnell jetzt. Ich habe mir in den letzten Tagen ein paar Videos von Mark Rober angeschaut. Der Kollege, der, ich glaube, mal für die NASA auch gearbeitet hat. Schon krasse Sachen, die der macht. So. Ich würde sagen, jetzt sind wir wahrscheinlich so bei... Noch so ungefähr 20, 30 Hits. 15, 20. Können wir mal ein Tippspiel machen? Was glaubt ihr, wie viele Hits jetzt noch sind? Hoffentlich zieht er sich nicht gleich wieder zurück. Sollte er eigentlich nicht. Ich glaube, hier kannst du ihn final besiegen. Jetzt sind noch roundabout 10% jetzt. Ich würde sagen 10, 15 Hits. 14. So, ich sage jetzt 14. Gibt noch einer einen Tipp ab. 12 Hits. Ich hoffe, du hast recht. Bevor ich sterbe, bevor ich den letzten Hit machen kann oder so. Nyssen sagt jetzt 15. Okay, bei Averill wären es jetzt... Okay, das heißt... Bei Averill wären es 11, ich hätte jetzt... Nee. Doch, 11, ich hatte 14 jetzt gesagt, ne? Wäre es jetzt 13. So, dann haben wir 10 bei Averill. 10, ich glaube jetzt 9 sind es jetzt bei Sebi. Keine Ahnung. Zähl selbst mit. Das sind, seit ich es getippt habe, glaube ich, 3 Hits gewesen. Jetzt dürften es noch 11 sein. Dürften noch 11 sein. Frisches Gewürz. Schön rein da. Das sind jetzt wahrscheinlich echt nur noch 5 Hits, Leute.
Warum trifft er denn nicht? Der Typ ist so unfähig. Ich glaub's echt nicht. Wie hast du eine PS5 gekauft? Ich hab eine bei der Dönerbude um die Ecke geklaut. Und die haben's nicht gemerkt. Kleine Drachendämonenseele. Alter, das ging aber echt zum Ende hin sehr schnell, ne? Habe ich nicht zu viel versprochen. Nice. Finally, Alter. Okay. Nice. Der Blaue wird schwierig. Oh je. Was brauche ich für den Blauen? Oh, Terpentin. Map, wo ich bin. Es gibt zwei Orte. Ist das eine das Schloss quasi? Im letzten Abschnitt? Falls ja, wie lockt man den da hin? Weil das wäre, glaube ich, sehr, sehr nice, den da zu holen. Moin David, dir auch mein Lieber. Frohe Weihnachten. Zunehmender Mondgras. Nice, kannst du mir zumindest sagen, mit welcher Waffe ich den besiegen kann? Bild reingesendet, was Gutes bei dem. Danke. Bam, 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 bam. Du brauchst 500 plus non-magical arrows. Light heavy will do the most damage to this boss. Use heavy arrows for the first part and light arrows for the second half of the battle. Use any other arrows other than light arrow without clever red's ring set up to damage of... Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Alter. Muss aber zurück, wo der Rote war. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich ihn erst da hitten und dann woanders hitten, oder? Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Das war dumm. Auf dass die Welt geheilt werde. Das
Dude kannst du nicht killen, aber da geht zurück, wohin er war. Nicht gut. Hallo, ich passe gut auf. Überhaupt nicht gut. Zumal ich das Ding hier nicht nutzen kann. Ich brauche 30 Stärke, 24 Dexterity. Wie soll ich das denn bitte nutzen? Pfeile soll man da mitnehmen. Ihr habt ein Herz. Noch zwei Bilder mit den Accountern, danke, nice. Danke, Neusen. Das könnte einen Moment dauern. Euch habe ich schon. Nein, nichts. Ja, ich bin. Okay. Auf geht's zum letzten Areal. Danach holen wir uns nochmal den Dings. Sumpf des Leids. What the fuck? Ah, das wirkt alles nicht so lebensbejahend hier, ne? Leisten brauche ich nur für den Second Encounter 500 Pfeile oder auch für das Anfangsgebiet quasi? Mit komplett mit Feuer machen. Was meinst du, dieses Gebiet hier oder was? Digga, das. Ich glaube, ich brauche einen Rusty Ring.
Oh je, es ist tatsächlich 1:1 Blighttown, aber du bekommst nicht mal eine Anzeige, wann du vergiftet wirst. Oh nein. Alles. Du meinst jetzt schon den Drachen, oder? Nice. Okay, wir haben eine Seele geholt. Nice one. Mal muss der hitten mit 25 bis 27 Damage. Danke. Das klingt nicht so gut. Er nutzt quasi den Feuerspell oder was meinst du jetzt genau? Gute Nacht, Dom. Auch einmal lieber. Ja, den Feuerspell. Okay. Der Feuerspell ist besser als der Soul Arrow? Mirthammer. Die Waffe habe ich schon.